Ja, lieber Michael, ich habe mir deine Videos angeschaut. War hochspannend gewesen. Natürlich ein ganz anderes Niveau, als ich das normalerweise kenne. Aber mir sind da doch sehr, sehr viele Dinge aufgefallen. Zum einen gute Sachen. Du hast ja jahrelange Erfahrung, spielst ja schon seit Ewigkeiten. Das merkt man natürlich schon. Aber es gibt, glaube ich, einfach auch noch ein paar Defizite. Die ich hoffentlich bei dir noch verbessern kann oder an denen du auch Lust hast zu arbeiten. Das kommt natürlich ganz auf dich drauf an. Aber fangen wir einfach mal an. Schauen wir mal in die Videos rein, die du mir geschickt hast. Waren ja mehrere. Eine Niederlage, zwei Siege. Und gehen wir erstmal hier in das Spiel gegen einen jüngeren Kollegen, den du ja ziemlich im Griff hattest, wo du einfach der sichere Spieler warst. Und das ist der erste Punkt, ja. Ich denke mal, auf eurem Niveau gewinnt immer der Spieler, der einfach ein bisschen ballsicherer ist. Also von daher nie zu viel Risiko gehen. Vor allem die hohen Bälle. Da kannst du ruhig auch mal ja, ein bisschen härter spielen, aber gerade wenn der Ball nicht so gut liegt, lieber auf Nummer sicher gehen. Gerade hier bei dem Ball hat man gesehen, eine andere Sache, die mir ja sehr häufig aufgefallen ist, dass du ja relativ aufrecht stehst, gehst nicht so stark in die Knie und dadurch ja, kommst du nicht richtig unter den Ball. Ja, du spielst den dann oft ins Netz. Du schubst sehr viel und da wäre es natürlich ja, sehr hilfreich, wenn du ja, ein bisschen tiefer stehst und besser unter den Ball kommst.